Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Es ist hier kalt. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuschauer zu einem neuen Part, ne? Ich habe erstmal heißen Nebel genutzt, weil hier oben ist es eisekalt. Ich habe noch ein Gebet, ne, bevor ich hier die Folge angefangen habe, geholt. Und Filmsequenz. Hold on. I have a feeling we're being watched. Jetzt erst? Hallo Glückskatze. It wasn't that long ago, when a pit opened up in this area. Giant holes? Lights? Enraged monsters? Can't make heads or tails of anything. We'll find the pit if we go that way. Chief has mistaken you for the legendary rider who stopped the Black Blight. Ist doch nichts Negatives. You form a bond of kinship with Ratha. You really could become a legend. Yeah, I couldn't have put it better myself. I'm sure you can become a renowned writer too, buddy. Is something wrong? Could it be that you're afraid? Because ich Angst haben. Terrible power? Nein, ich habe keine Angst. If Ratha really does have that power, I'm sure I wouldn't know what to do either. But monsties listen to their riders. And if there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. Oh, Ratha. My buddy's grandpa could understand what monsters were saying. But this is the first time I've heard about monsters understanding people. Monsters are extremely sensitive to feelings. It's not words, but emotion. They don't have a language like us. So maybe that's why they're more attuned to feelings. I guess that makes sense. If you're scared, Ratha won't be able to show his true power. Jetzt stell dich mal vor, die könnten alle unsere Sprache, die Monster. Was die uns wohl sagen würden. Die ganze Zeit so. Verschwinde, verpiss dich. Oder hier. Wenn nicht mal wieder von der Reffa in das Ei klaue. Du die, bleib stehen! But by who? I don't see anyone. Aber jo, da ist mal den richtigen Riecher. Ruhig, Lawinen! Und ein neuer Krater. Oh, das wird lustig. Welches Vieh werden wir da wohl begegnen? Ich habe übrigens keine Nebenquesten angenommen, ne? So, hat man ein bisschen den Avatar korrigiert. Der hat gerade irgendwie Probleme. Einen Moment, Leute. Doch, ich habe ein bisschen hier was korrigiert. Könnte mein T-Rex erstmal zu mir kommen? Ich will schneller unterwegs sein. Da hinten ist doch bestimmt was. Und zwar nix. Haha. Die Bargis kann ich übrigens mittlerweile einfach schnell finishen, ne? Also die sind halt auch schon keine Bedrohung mehr. Da hinten sehe ich eine Kiste. Die kann ich mir easy holen. Schaut euch an, wie majestätisch der Tinoke springt. Ein heiß bisschen Stimulant. Und er ist auch tatsächlich nicht wirklich langsam. Das schnellste, um unterwegs zu sein, ist aber immer noch der Ansturm. Also was Geschwindigkeit angeht, nichts überbietet das. Man kann zwar scheiße lenken dadurch, aber kommt halt richtig gut voran.
So, ein Lebenspulver, 2 von der Stück sogar. Die Kiste muss ich mir im Nachhinein holen. Ja, da komme ich nicht dran. Oh, eine heiße Quelle. Das ist ein Lawiner Geysiersprung. Geysiersprung? Was? Katzen und Wasser, ne? Okay. Also, wie soll der den Geysir hüpfen, oder wie? Das sind einfach nur Teleporter, oder wie? Ui, heiß! Eigentlich würde man bei sowas verbrennen. Alter, ist ja grausamer als mit den Katzen. Okay, ich bin dadurch hier gelandet. Wahrscheinlich haben die eine Nummerierung und daran kann man feststellen, wer wohin führt. Ich gehe mal an dir vorbei. Würde ich wieder hochkommen? Ja. Dann hole ich die Kiste. Okay. Ab in den Geysir. Ja, die sind nummeriert, mehr oder weniger. So, wo führt der hin? Hier nach links. Und hier soll auch direkt eine Kiste sein. Dafür muss ich nur einmal hier drumherum. Und dann einmal hüpfen. Hüpf! Den kurzen Weg kann ich laufen, ne? Ich glaube, da geht es komplett weiter. Ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen. Und gucken, wo ich so noch lande. Jetzt bin ich hier. Habe ich einmal eine Rundreise. Und der führt wahrscheinlich dann hier hin. Nehme ich mal an. Zwei vitale Essenzen. Ich erwähne es extra, weil man sieht es nicht durch mein Avatar, was ich kriege. Okay, ist da ein Stein? Ja, da ist ein Stein. Brauche ich gar nicht lang gehen. Wie schön, jetzt baue ich den Tigris sogar wieder. Ja, der Tigris kann nicht nur den Ansturm, der kann auch das Klettern. So, auch zur nächsten Quelle. Die führt bestimmt dahin, wo ich gesagt habe. Die führt wieder zurück. 100 pro. Sag ich doch, die führt sogar direkt hierhin. Okay, wir sehen uns bei der Höhle wieder. Ab in die Höhle! Einfach durch! Alter, ich renne hier halt einfach wirklich durch, ne? Ich bin einfach durchgesprintet. Nur jetzt gerade kann ich es nicht, weil hier ätzend viele Lücken sind. Okay, hier nach unten. Wieder mal einfach durch. Oh, hier ist ein Bau. Muss ich einmal runter. Dann kann ich da reinkrabbeln. Ein verliehener Bau. Was kriege ich hier? 2 Lebenspulver. Und eine verliehene, die mich heilt. Oh, war eigentlich nicht nötig. Aber warum auch nicht, ne? Ich will an dir nochmal eben kurz abspeichern. Dann seht ihr auch immer, wann ich aufnehme.
Also ich versuche schon aktuell zu bleiben, da ich nicht so viel im Voraus aufnehme. Da vorne ist ein roter Ketsu und ein weißer Ketsu. Ich bringe beide mal um, oder? Nee, ich lasse die mal in Ruhe. Brauche kein Zeug von denen tatsächlich. Für die Kodachi-Rüstung braucht man den roten Ketsu tatsächlich. Den konnte ich dann aber in der Arena erjagen die ganze Zeit. Und da habe ich das recht schnell gefarmt gekriegt. Okay, hier ist jetzt der Krater. Hier erwartet mich jetzt ein harter Kampf. Afa, ganz ruhig. I don't like the look of this. When is it going to reveal its power? We gotta stay alert, buddy. Ja, irgendwo ist ein rasendes Monster. Eine Seltas. Das ist easy. I feel like something's amiss. Hey! We've got to search closer. It's a Seltas! Oh no! Auch wenn es nur die Seltas ist. Oh scheiße, die Seltas-Königin. Ich hab nichts gesagt. Das kann schrecklich werden. Ja, natürlich ein Doppelpack. Das wird jetzt überhaupt nicht essen. Okay. Ich würde sagen, gehen wir zuerst auf die normale Seltas. Die zieht mich auch gerade nicht an, da kann ich sehen, ah, es sind beide Techniker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man euch als Monster gewinnen kann. Weil wie zum Geier sollte ich auf denen reiten? Bei der Seltas kann ich mir noch vorstellen, aber nicht bei der Seltas Königin. Ach, diese Musik. Immer wieder schön. Nein, das hasse ich an Insekten. Zumindest in diesem Spiel. Bei dir habe ich drei Sachen, die ich angreifen kann. Aufstellung. Das ist Aufstellung. Wahrscheinlich, dass ihr euch zusammensetzt. Ja, weil das konnte sie auch immer. Dass die normale Seltas sich auf die Seltas-Königin setzt. Und dann hat sie die als Waffe benutzt. Oder sogar als Katapultgeschoss. Genau deswegen wollte ich erstmal auf die Seltas gehen. Oh, der geht jetzt auf Kraft. Und natürlich greift das Vieh auf seinen Kopf weiter normal an. Warum denn auch nicht? Ich kann die Seltas immer noch angreifen da oben. Seltas-Speer, die greift jetzt mit der Seltas an. Also mit dem kleinen. Ja, ich muss safe das Vieh da oben erstmal runterkloppen. Wir können sie nicht zwingen. Der Seltas-Speer, den kann sie auch noch doppelt einsetzen. Ist klar. Ja, sicher. Ich wechsle einmal kurz die Waffe zum Bogen. Einfach nur, um hier die Liste ein bisschen weiter zu kriegen. So, weg mit dem blöden Vieh.
Ja, die kann wahrscheinlich mehr rufen. So, jetzt ist die wahrscheinlich Geschwindigkeit. Das heißt, ich brauche den Samtrios. Wenn ich es richtig zerlegen will, Insekten sind alle schwach beim Monsterhunter gegen Elektrizität. Ach ja, auf Level 25 lernt der Charakter Zuspruch, ne? Da kann man dann Regeneration für alle dann machen. Dass sie sich über die Runden heilen. Lag übrigens richtig mit Geschwindigkeit. Weil Kraft war schon bei der Zeltas. Autschen! Billo! Ich wüsste nur zu gehen, ob die Rüstung von denen gut ist. Dann gehe ich mal auf Perforieren. Und gehe auf den Kopf, weil der gleich weg ist. Ach scheiße, ich muss ja auf Technik gehen. Gut, dass ich nicht anvisiert wurde. Zack. So, Eisspeer auf was auch immer gerade nicht mehr den Bogen braucht. Es ist schon fast tot, es sabbert. Es kriegt einen Parabellschuss von mir. Aua. Okay, es ist nicht mehr wütend. Ja, davor Techniker, ne? Doch, ich hau mit dem Schwert drauf. Auf die Beine! Pheromongas, wahrscheinlich holt die jetzt die Kleine wieder. Weil das konnte die nämlich immer wieder machen. Bei Rice und sonstiges. Die Zeltas-Königin holt sich immer die Kleinen dazu. Es wäre praktisch, wenn die Große jetzt langsam sterben würde. So, die Beine sind fast Schrott. Danke. Danke, dass du auch auf die Große gehst. Ja, die Große ist tot. Bei dir ist wahrscheinlich der Bogen stark. Aber ich kämpfe wahrscheinlich eh ausgehend noch mal ein paar gegen euch. Allein schon für die Nebenquest. Ja, ja, greif du mich ruhig an. Du bist keine Bedrohung. So, auf den Bogen! Ich liebe die Kampfmusik, wenn da so ein extrem starkes Vieh ist. Auf den Bauch! Und das hat ihn gekillt. Easy. Und verdammt viel Material. So, ich gehe davon aus, dass direkt noch eine Sequenz kommt. Okay. Zorben siegt und die Steine sind stärker geworden. Your kinship stone powered up again. Just like when we fought the Anjanath in Rathian. War es das schon mit dem Gebiet? Nee, wir müssen noch Dede finden, oder nicht? Which means the guild's theory was correct. This light makes monsters more violent. Warum macht das Licht die so krassend? Sind die alle wie Stiere gestrickt? Weil das ist ein rotes Licht. When monsters are hit by the rage rays, they lose control. That means it should be dangerous for our monsties too. I wonder why the light doesn't affect them. Das ist eine sehr gute Frage.
Vielleicht wegen dem Bindungsstein. But I'd say we're making progress. Let's head back to the chief. Yes, let's go. Könnte ich bitte einen Schnellreisepunkt haben, falls ich hier nochmal hin muss? Let's head to the village. Shouldn't we request backup from the other hunters? Noch habe ich nichts angestellt. I just have a bad feeling. Okay then. Let's reach out to them. Oh. Was habt ihr gegen mich? It's just as you said. We shouldn't wait until it's too late. Besides, I hear your instincts are spot on. I see. Well then. But I'm a bit disappointed. Warum? Huh? Why? Oh. Warum ist der Typ so schlecht animiert? Okay. Mein Erkundungstrupp ist zurück. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Da hinten ist eine Kiste. In einer kleinen Höhle. Bindender. Macht, dass der Bindungsbalken schneller hochgeht. Ich habe übrigens beim Gebet das Bindungsgebet und vom Amulett her das Angriffsamulett drin, ne? Okay, ansonsten scheint hier nichts zu sein. Sind halt zwei Kisten, die ich offscreen holen muss. Und hier war ein Bereich, wo ich noch nicht hin konnte. Da komme ich aber wahrscheinlich gleich hin, wenn ich die nächste Aufnahme anfange. Ich gehe schon mal zum Dorf Kuan. Und rede noch mit dem Oberhaupt. Außerdem will ich mir die Zeltas Rüstung angucken. Beziehungsweise die Zeltas Waffe. Ob die sich lohnen würde. Erstmal Waffe. Du bist der Zeltas Hammer. Du bist recht stark. Und dann gibt es noch den Zeltas Bogen, der hat eine Schlafbeschichtung. Ansonsten wäre da auch noch eine gute Wasserwaffe. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich auch wieder nochmal jagen. Zumindest für die beiden Waffen hier. Den Hammer kann ich mir sogar schon mal machen. Weil ich habe echt wenig Hammer. So, Rüstung, Zeltas Rüstung. Nachladen, Bombardierer und Blockchance. Sprengschaden und Sprengstoffe werden stärker. Noch ein Blocken kriege ich ein bisschen TP. Das ist für die Gewehrlanze. Die ist übrigens wieder Bogen. Ich habe halt bisher keinen benutzt, weil ich halt keine Fähigkeiten für das Teil habe. Und guckt euch mal den Angriff an. Wenn ich das mal vergleiche. Na gut, dafür haben die wahrscheinlich irgendeine extrem mächtige Ultra-Attacke. Thank you. Naja, aus dem Dorf überhaupt noch. Mit dem wollte ich noch reden. Ich habe gesehen, dass ich den Avatar nicht anhab. Ich vergesse das manchmal. My friends, you're back. Jo, wir haben es geschafft. Are you okay? Mhm. We ran into a Celtis and Celtis Queen by the pit. Both rage raid. As we suspected, the monster started raging because of the light from the pit. It appears so. I bet that's what made Gaudi and Ratha lose control. I've been desperately trying to understand what was happening to him. I shudder to think what would have happened if those rage raid monsters made it to the village. Thanks to you, ihr habt das doch sogar schon durchlebt. On behalf of all of Kuan, I thank you. Told you we'd protect the village. Right, buddy? Jo. I've learned something as well. Ich finde es halt schön. Ich habe seit einer Ebene komplett die Rettheilrüstung an. Now we're talking. Let's get a move on. Yes. When you're ready, let's go. Sie hat Dede gefunden. Wo soll der denn sein?
Auch auf dem verschneiten Berg. Wahrscheinlich der Bereich, der abgesperrt war. Da kann ich jetzt wahrscheinlich hin, ne? Ja, Leute, dann beende ich es jetzt hier aber mal so langsam. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo dalassen, ein Like und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!